Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Sonntagsupdate. Ich bin nämlich bei der Firma EOS in Krailing und wir gehen jetzt rein und ich werde eingewiesen, wir werden unfassbar coole Sachen sehen. Also ich bin so aufgeregt, was mich heute hier erwarten wird. Das Wetter ist unfassbar schlecht, deswegen gehen wir jetzt direkt rein, denn ich habe keinen Bock, nass zu werden. So Freunde, und dann sind wir schon in den heiligen Hallen von EOS. Und hier drüben steht, glaube ich, schon meine Ansprechpartnerin. Ja, perfekt. Hallo. Hi, wie ist dein Name? Ich bin die Katrin. Freut mich sehr. Ich freue mich, dass du hier bist bei uns. Ja, ich freue mich riesig. Ich bin sehr gespannt, was mich heute erwartet. Wie bist du zur Firma EOS gekommen und was ist deine Aufgabe hier in der Firma? Ah, wie bin ich zu EOS gekommen? Auch über ein paar Umwege, noch von meinem alten Arbeitgeber. Und jetzt bin ich hier fürs Marketing zuständig. Genau, ich betreue den Dachbereich. Und deswegen kam auch deine Anfrage zu mir. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Ich habe zu danken. Genau, wir haben uns nämlich auch ein bisschen was überlegt. Wir gehen jetzt als allererstes mal in die Messräume, die zeigen wir dir. Später sehr cool. Hinter mir ist schon der Showroom. Ja, ich habe schon gesehen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, da freue ich mich am meisten drauf. Da zeigen wir dir unsere P-Maschinen, unsere M-Maschinen. Wir gehen heute noch schön Mittagessen in unsere Kantine. Da freue ich mich auch drauf. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zum Stärken. Und dann gehen wir später noch nach oben. Mhm. Aber oben sind eigentlich nur Büroräume, aber auch noch ein paar Ausstellungsstücke, die ich dir zeigen kann. Also wir haben eigentlich ein volles Programm und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Alles klar. Sehr gut, perfekt. Perfekt, Freunde, ich bin so aufgeregt. Los geht's. Stopp, Freunde. Ihr fragt euch doch jetzt, was geht denn jetzt ab? Und wie bin ich da hingekommen? Freunde, ich muss euch einmal eine kleine Story erzählen. Ich habe vor einigen Monaten einen Anruf bekommen und diese Person meinte doch, ey, ich finde deine Videos ziemlich cool. Hast du nicht mal Lust, bei uns in der Firma vorbeizuschauen? Und wenn ich meine bei denen, EOS, dann meine ich den Weltmarktführer im Thema industriellen 3D-Druck für Metalle und Kunststoffe. Die Firma hat sich darauf spezialisiert, 3D-Drucker zu bauen, die mit Metall- und Kunststoffpulver drucken können. Das sind zwei unterschiedliche Produktlinien und auch wenn ihr es im Video vielleicht so rüberkommt, nein, die Firma produziert keine Kunststoffteile im Auftrag, sondern sie produzieren lediglich die Maschinen für Firmen. Und das, was ihr in den Videos sehen wird, das ist beide mal im Poly- und im Metall-Showroom gefilmt. Das heißt, die Maschinen, die da laufen und die Teile, die produziert werden, werden einzig und allein dafür produziert, dass die Kunden sehen, was mit den Maschinen alles möglich ist. Freunde, und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und habe tatsächlich direkt Kontakt aufgenommen. In der Firma habe ich tatsächlich relativ schnell Kontakt mit der lieben Katrin gehabt und die hat es tatsächlich möglich gemacht, dass ich in der ganzen Firma eine Führung bekomme. Die Firma sitzt in Krailing, das ist in der Nähe von München, aber sie haben tatsächlich weltweit Standorte und ich durfte tatsächlich mir den Standort in Krailing von oben bis unten einmal komplett anschauen. Und deswegen geht nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Firma raus, dass ihr solche coolen Einblicke mir und vor allen Dingen meiner Community ermöglicht. Freunde, ich hoffe, euch gefallen diese Videos. Ihr kriegt jetzt ein paar ganz besondere Szenen, damit ihr wisst, was euch in den nächsten 4 Videos erwartet und ich sag, Film ab, viel Spaß. Freunde, wir sind jetzt im Gang der Labore, sage ich mal, und wir gehen jetzt ins erste Labor rein. Der Kollege ist trotzdem hinter der Kamera, er möchte sie nicht zeigen, was vollkommen okay ist, aber wir haben Fachmann am Mann. So, wir sind jetzt hier an einer Anlage, die nennt sich Zerreißprobe und wir können das jetzt tatsächlich auch einmal zerreißen. So, und jetzt schauen wir alle genau hin. Wird langsam länger, ne? Zack, das ist gerissen.
Was ist das für ein Material? Okay, die Zerreißprobe, die ihr gerade gesehen habt, das war ein PA-Material. Das nur mal zur Info und jetzt geht's weiter. Ich bin jetzt gerade noch in einem Messraum und ich zeige euch mal, was die hier Gutes haben. Wir haben hier einfach einen richtig krassen 3D-Scanner. Mega cool. Und hier haben wir jetzt auch einen Kollegen. Der zeigt euch das jetzt nochmal genau. Okay, so sieht das jetzt hier am Computer aus. Was genau machen wir denn gerade und was ist das für ein Scanner? Also wir machen jetzt gerade eigentlich eine Referenzfahrt. Aber mit dem 3D-Scanner können wir natürlich anhand von Messpunkten und einzelnen Aufnahmen ein Modell einscannen. Okay. Und ich sehe, du hast hier schon gestern was gescannt, auch Spaß für mich. Ja, das ist richtig. Wir haben den Kühler vom Prusa XL und vom MK4 haben wir gestern mal eingescannt. Spaßeshalber, wir haben den mit einem Kontrastspray eingesprüht, weil durch den schwarzen Lack tatsächlich, der sich nicht so gut hat einscannen lassen. Ja, das ist schwarz eluxiert. Genau, richtig. Und damit es ein bisschen matter wird, habt ihr so einen Spray da. Ganz genau. Das verflüchtigt sich dann nach 4 Stunden und dann kriegt man aber eigentlich ganz gute Aufnahmen. Hier sieht man auch tatsächlich schon, kann man die Oberfläche auch sehen. Also das klappt dann ganz gut. Das ist ganz schön detailliert, würde ich mal sagen. Ne? Aber ja. Das Kabel und so ist jetzt alles schon echt gut aufgenommen. Und das war vor allem der schnelle Scan. Also das ist gar nicht so hochauflösend. Das wurde tatsächlich anhand nur von 10 Bildern gescannt. An 10 Bildern? Ja. Okay. Man das könnte jetzt da auf 100, 200 erhöhen. Da hat man natürlich einen deutlichen höheren Detailgrad. Man kann auch unterschiedliche Positionen das Bauteil einlegen, sodass man eben eine Unterkante hat. Die haben wir hier zum Beispiel nicht. Die Unterkante und die Oberseite haben wir nicht eingescannt, aber man kann die dann eben anders reinlegen und einscannen und dann kombinieren, sodass man eben auch ein komplett geschlossenes Bauteil hat. Alles klar, okay. Sieht schon echt gut aus. Sehr cool, anhand der Scans kann man jetzt wiederum ein Modell nachbauen. Im Prinzip und modifizieren. Könnte man, nachdem man das eingescannt hat, könnte man dann hergehen und das auf einen unserer Anlagen reproduzieren und drucken. Das finde ich richtig, richtig cool. Okay, hier haben wir jetzt noch den ganzen Messarm auf so einem Stativ. Dann haben wir den Tisch. Der lässt sich tatsächlich hier über so eine Steuerkonsole drehen. Und dann haben wir hier diese Kugel mit den Punkten. Das sind dann die Messpunkte zur Orientierung. Ich sehe gerade mal hier, die habt ihr auch in verschiedenen Größen da. Genau, also wir haben auch die Möglichkeit, Bauteil. Eben größere Bauteile. Selbst hier unten habt ihr so eine kleine Spannzange. Genau. Aber wir können im Prinzip deutlich größere Bauteile auch scannen. Das ist jetzt tatsächlich nur die Scan-Einheit für die Baugröße 100x100 mm. Deswegen ist auch der Scan-Bereich, wie man jetzt anhand des Lichtes auch sieht, auch nicht größer. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, andere Aber Linsen... Aber wird das Licht zum Scannen benutzt? Ist das ein spezielles Licht? Das ist ein ultraviolettes Licht, was tatsächlich einen besonders starken Kontrast eben hat. Und durch die zwei Linsen der Scanner-Einheit der Kamera haben wir ein stereoskopisches Bild. Und dadurch ist eben der 3D-Scan sehr präzise möglich, vor allem mit den Referenzpunkten. Die braucht man allerdings auch nur, wenn man ein Bauteil hat, was sehr symmetrisch ist, weil sonst die Scanner-Software Probleme hat, den Unterschied des Bauteils zu erkennen. Okay, cool. Danke für den Einblick. Gerne. Sehr cool. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. Kein Problem, gerne. So, jetzt sind wir hier im ersten Stock. Genau, richtig. Was ist das für ein Gebäude? Genau, das ist unser Hauptgebäude. Unten war der Haupteingang, wo wir gerade durchgegangen sind. Hinter uns liegt die Kantine, da gehen wir später essen. Da haben wir den Showroom mit ganzen Maschinen, die wir uns anschauen. Genau, da gehe ich ja nachher noch hin. Messräume, genau, also da unten befinden wir uns hier. Und hier sind eigentlich größtenteils nur Bürogebäude, also Büroräume und genau, hier sitzen die Kollegen. Hier haben wir noch einen kleinen Ausstellungsbereich. Den würde ich mir gerne angucken. Genau, da gehen wir gerne mit Kunden hin. Sehr interessant an. Das sind alles besondere Teile, die wir halt präsentieren. Sehr interessant hier. Die man sich anschauen kann. Aus unterschiedlichsten Branchen. Wir zeigen ja auch hier mal, wir haben wirklich... Das ist wahrscheinlich ein Alu. Hier haben wir eher so ein... PA, das wird Kupfer sein? Das ist Kupfer, genau. Und es zeigt halt auch einfach nochmal die ganze Variation, die wir haben. Mhm. Also in den verschiedenen Branchen, wo wir unterwegs sind. Hier zum Beispiel eine coole Brille. Ja. Wieder ein ganz anderes Teil. Also man sieht gar nicht mehr, dass es 3D gedruckt ist. Das sieht so toll aus, die Oberfläche. Okay. Also. Und hier sehe ich schon, das sind Einlegesohlen aus dem 3D-Drucker. Mhm.
Schaut euch mal diese Struktur an. Ich wollte es ja gleich selber haben. Auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich auch überall unterschiedlich hart, je nachdem welche Zone. Ja. Das ist schon toll. Und dann einfach was draufgeklebt und von oben sieht sie ganz normal aus. Ja. Aber sie ist aus dem 3D-Drucker. Mhm. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch ein Modoteil. Hier steht zwar Please No Touch, aber wir gehen das jetzt mal. Haben wir uns gleich mal dran gehalten. Ja, ich denke, das ist okay. Aber wenn es schon kein Glas gibt, dann ist die Gefahr groß. Genau, also hier sind welche und wenn man dann rumgeht, können wir uns gleich auch noch mal ein paar anschauen. Ja, hier kommt die große. Genau, hier kommen jetzt ein paar größere. Das sieht sehr gefährlich aus. Scheint so, als wären das irgendwelche Fußrasten, denke ich mal, für Motorräder. Denkst du? Sieht so für mich so aus. Was haben wir hier Schönes? Das ist eine Schale. Das sind, genau, das sind alles eben das ganze Thema Smart Fusion bei uns, also No Support. Deswegen auch die Dame, die wegen No Support hier Yoga macht. Ganz schön cool, das ist unsere Smart Fusion Technologie. Dann haben, was haben wir hier? Irgendwelche Kleinteile. Das sieht mir fast aus wie eine Bremsscheibe. Ein Impeller. Impeller ist das. Ah, okay, genau. Das ist ein Impeller. Sehr cool. Die ganzen M, jetzt kommen wir in den P-Bereich. Genau, ich glaube, das ist immer ganz cool. Kannst du gerne mal das, das sieht auch schon interessant aus. Das sind alles bewegliche Teile. Boah. Das ist mal ein richtiger Rubik's Cube ist das, ne? Mit Zahnräder, verschiedene Stützstrukturen. Okay, hier ist ganz weich. Hier haben wir noch einen Hebel. Das ist doch mal ein richtig... Was haben wir da? Ein Banshee. Alles dabei. Sehr cool. Dann haben wir hier noch... Kunststoffputzlappen. Also es ist Wahnsinn, was das für eine Struktur ist, ne? Ja, ist mega cool. Also ich finde, es ist eine beruhigende Wirkung hier, wenn man das. Ich finde aber noch das ganz spannend. Eben das kleine Büchlein. Auch alles. Das ist ja Wahnsinn. Super dünn. Das ist kein Papier. Das ist jetzt gedruckt. In einem Stück. Ja, das ist in einem Stück gedruckt. Finde ich. Hier hinten sind wir was reingeschrieben. Cool. Die erste Seite ist durchlässig und dann, Alter, das ist, also das kann man fast gar nicht glauben, dass das aus dem 3D-Drucker kommt, ne? Wahnsinn. Und hier haben wir noch einen Fahrradsattel, denke ich. Ja. Aus Titan, der scheint ziemlich unbequem zu sein. Das hier ist dann wahrscheinlich die etwas weichere Variante. Das ist schon echt cool. Also ich würde lieber darauf sitzen, als darauf sitzen. Ja, ich glaube, dann haben wir uns schnell entschieden. Mhm. Hier haben wir noch ein paar extra Strukturen. Hier gibt es noch ein Award. Wahnsinn. Da sind noch mehr Teile. Da müssen wir auch noch hin. Hier so, haben was wir hier? Ja, unser Pulver, genau. Das sieht wahnsinnig aus. Oh, das ist sehr schwer. Schaut euch das mal an. Das ist Nickel. Das ist wahrscheinlich noch nachbearbeitet. Dann haben wir hier Titan auf jeden Fall. Das sind Titanteile. Viele Materialien, die man gar nicht so oft kennt. Gut, hier haben wir Alu. Wahnsinn, wie viele Pulver ihr habt. Hier sind dann auch einmal alle ausgestellt. Schon interessant. Bisschen exotischere Filamente. Im Gegensatz halt zu beim FDM-Bereich sind wir relativ eingeschränkt. Aber hier sind das ist schon echt krass. Vor allem halt auch Metall, das ist Wahnsinn. So, Freunde, für mich geht es jetzt, glaube ich, runter in den Showroom. Genau, richtig. Alles klar. Jetzt geht's, zeigen wir die Maschinen, unsere P&M-Maschinen. Kriegst da das noch zeigen wir deine Kollegen. Genau, richtig. Da müssen wir zu meinen Kollegen. Okay, Freunde, für mich geht es jetzt runter in den Polymerbereich und danach in den Metallbereich. Das seht ihr aber in den nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an dich. Bitte, hat bitte. Mich sehr gefreut. Mich auch. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Natürlich. Und ich sage, Daumen hoch, kommentiert das Video, abonniert den Channel. Wir sehen uns. Bis gleich.